Moin, moin, hallo und herzlich willkommen, euer Maximilian Schaub. Und ja, mit Skyforce 2, das ist die Quest, die wir jetzt erledigen wollen. Dafür müssen wir zum Airfield, Palang Airfield. Wir landen bei Golf 2 und müssen uns dann hier irgendwie in dieses Gebäude vorarbeiten und dort müssen wir wohl ein Dokument sichern. Wo genau das liegt, weiß ich nicht. Wir müssen rausfinden. Irgendwo hier in diesem weißen Gebäude. Ja, und wie immer, aber nicht wie immer, sondern wie in letzter Zeit oder in den letzten zwei Videos bisher, sind wir wieder im PvE-Modus unterwegs. Und bis jetzt, muss ich sagen, fühlt es sich viel, viel leichter an, ein Quest zu machen. Und da hätte man sich nicht wundern müssen, sozusagen, dass man am Anfang schon Leute mit, wenn man selbst gerade vielleicht so Level 15 ist, dass dort Leute schon mit über Level 30 oder 40 rumlaufen, weil es hier um einiges einfacher ist, bis jetzt jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich bis jetzt immer Glück hatte. Ich habe jetzt 5 Quests erledigt hier und 4 davon auf einen Schlag in Fort Narit. Und Fort Narit war echt die Hölle. Das war schlimmer als Midnight Saphir. Aber war gestern überhaupt kein Problem. Nichts. 4 Quests. Naja, wir müssen abwarten. Ich will ja nicht zu früh schreien. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dieses Co. Ja, ich weiß nicht, was jetzt hier so viel größer. Ich weiß es nicht. Fühlt sich irgendwie nicht so an. Sieht auch alles so winzig aus. Trotzdem noch irgendwie gefühlt. Liegt schon einer alle Vierer von sich gestreckt. Alter, wo ist hier der Griffel? Achso, ich stehe nicht. Ich wollte durchs Fenster rein. Das geht natürlich nicht. So, das habe ich gesehen. Hier haben wir es doch schon. Das habe ich auf dem Foto gesehen. Ja, wieder zurück. Fertig. Quest erledigt, hoffe ich. Achso, wir gucken lieber vorsichtshalber nochmal hier hinten. Wenn wir etwas in Deckung sind. Auch jetzt das alles war nicht, dass es dann noch Zusatzinfos, Aktionen gibt, eine Retrieve and the Logbook and Report Back. Ach man, das ist mit dieser Karte immer. Request denied. All available birds are in flight. Lass mich. Ja, wieder total easy. Nicht einen Schuss abgefeuert. Puh. Also, ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll, sozusagen. Es ist. Du kannst ja schnell deine Quests machen, aber es macht irgendwie ja nicht wirklich Spaß. Aber auf der anderen Seite, der PvP-Modus ist schon noch viel zu übertrieben. Hier, es ist kein Heli von uns. Bin mal gespannt, ob ich den Gegner sehe. Oder nur den Heli. Also auch saß einer drin, ja. Schwebt vorweg.
Irgendwie ist es komisch. Raven, wheels up for Golf 2. So, keine Ahnung. Irgendwie. Also so macht es auch keinen Spaß. Gibt es nicht irgendwie ein gesundes Mittelmaß? Ich meine hier, das Phalanx Airfield geht ja immer noch. Das ist zu schaffen. Die schießt du tot und dann kannst du rein. Hast zwar auch manchmal einige, die du über den Haufen schießen musst, aber es ist immer noch Zeit, deine Quests zu machen. In Fort Narit ist es aber so gut wie unmöglich, dort eine Quest am Stück zu Ende zu bringen. Ich weiß ja auch nicht, wie ich sagen soll. Also, du schießt, bist erstmal nur eine halbe Stunde damit beschäftigt, dort die Leute umzubringen. Dann bist du am Zielort, findest das Item, willst wieder zurück, sind alle schon wieder da. Also fängst du schon wieder an, eine halbe Stunde dort rumzuballern, um rauszukommen. Meistens hast du Pech und einer von 30 Leuten schießt dich tot und dann liegt dein Dreck da drin. So, dann rüstest du dich aus und sagst, okay, ich will mein Zeug ja wiederholen. Rennst du wieder rein. Brauchst natürlich eine Weile. Siehst ja, ehe der Hubschrauber da ist. Ehe du dort bist, sind komplett wieder alle gespawnt. Das heißt, du musst dich zu deinem Zeug wieder vorkämpfen. Wenn du Pech hast, kriegst du die nächste in die Fresse von irgendwoher. Weil deine Schüsse wieder nicht connecten oder was weiß der Teufel was. Keine Ahnung. So, dann liegt der nächste Dreck von dir da drin. Aber der erste Dreck ist weg. Also, ich will eigentlich eine ausgewogene Mischung. So, PvE ist zu einfach offensichtlich. Okay, das ist jetzt die sechste Quest, die wir machen. Wir müssen noch Midnight Saphir machen, aber da müssen wir nochmal warten sozusagen. Aber selbst Midnight Saphir war im PvP-Modus nicht so hart wie Fort Narit. Werde ich gleich im Anschluss die Quests machen, müssen wir mal sehen, wie dort dann die Gegenwehr ist sozusagen. Aber bis jetzt ist es, hier ist es viel zu einfach und im PvP-Modus ist es halt viel zu schwer. Ich verstehe schon, was die Absicht ist sozusagen, wenn ihr wirklich, naja gut, aber hier hast du ja auch mehrere Leute, die Quests machen und mehrere Fraktionen gibt es ja hier auch. So. Ich habe das eigentlich so gedacht, dass die das halt so machen, damit du nicht das Ding clearst und der Nächste einfach reinmarschiert. Zum Beispiel, du clearst Fort Narit, alle sind tot, machst deine Quest, rennst raus. Und dann kommt der Nächste rein und denkt sich, ey, sind ja alle tot, rennt rein, macht seine Quest und rennt raus. So wie gerade ich jetzt hier beim Airfield ohne Gegenwehr, ohne Schuss, einfach bloß Quest abholen habe. Dass die das ein bisschen schwerer machen will, ist verständlich. Aber so wie es jetzt ist, ist es cool. Aber wie gesagt, so wie es jetzt im PvE bisher läuft, ist es auch doof. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich hoffe, ihr versteht nicht, was ich meine. Ich will nicht meckern oder so. Aber das ist zu einfach, zu schwer. Ein gesundes Mittelmaß muss es doch irgendwie geben.